one of your ex-boyfriends you found out had filmed you when you were having sex and was going and trying to shop the sex tape yeah can you take me back to the moment where you realized that even like existed and what you were going through it was a disaster it was an absolute fucking nightmare i thought my world was ending it was literally like the worst thing that anybody could do to me i mean forget all the like other things that people have done to me that for me was like no i, I, I cannot go on if this person manages To do this to me. Misha Bartons Karriere und Privatleben geht mit ihrem Ausstieg bei OC California dem Bach runter. Drogen, Alkohol und Opfer von Revenge-Porn. Von einem angeblichen Selbstmordversuch ist die Rede. Nervenzusammenbrüchen, die in einem Aufenthalt in der Psychiatrie enden. Erst 2021 traut sich Barton über ihre Erfahrungen bei The OC zu sprechen. Um mit ihrem aktuellen Interview bei Call of Daddy kommt alles ans Licht. Wir stellen uns jetzt die Frage, was ist wirklich passiert? Deep Willkommen zurück zu OK Ciao. Wir sprechen heute über OC California. Vor allem über Misha Barton. Denn sie war bei Call Her Daddy zu Gast und hat einiges offenbart. Und dann sind wir einfach in eine Rabbit Hole gefallen ja. und haben gesehen, sie hat öfter schon über die OC gesprochen. Mhm. Was ja alles widerfahren ist: Drogen, Alkohol, Eskapaden. Body-Shaming, alles Mögliche, ja. absolute Katastrophe. Auch wie man mit Frauen, also diesen It-Girls damals ja. umgegangen ist. Ja, oh. also eigentlich könnten wir echt eine Reihe starten mit den It-Girls der 2000er. Wobei sie ja noch quasi <laughs> gegen Ende quasi noch dazu gekommen ist. Aber ja, das sie stimmt. war ja auch mit Lindsay Lohan befreundet. Dann davor Hilton, war ja noch Paris Hilton, Hilton auch und Beef so. Mit ihr. Nicole Richie. Ja, ja, ja. Ne? Diese ganze Gang. Dann wollte ich die Folge noch einsteigen mit California, here we come Right back where we started from California <laughs> also Einmal musste ich das machen. So, wir sprechen auch jetzt über OC California. Die Sendung lief vom August 2003 bis Februar 2007. Schöne Zeit. Die Serie spielt in Newport Beach im, Bezier im Bezirk Orange County des US-Bundesstaates Kalifornien. Protagonist der Serie ist der Teenager Ryan Edward, der in der ersten Folge mit seinem Bruder beim Autodiebstahl erwischt und verhaftet wird. Sein, sein Pflichtverteidiger, Sandy Cohen, sieht in ihm aber Potenzial, nimmt ihn unter seine Fittiche, als ihm bewusst wird, dass er keinen Rückzugsort hat und auch eigentlich keine Familie auf die Verlass ist. Sandy und seine Ehefrau sind... Rich und so Rich. taucht Ryan in die Welt der Reichen und Schön ein und wird Teil dieser abstrusen Welt. Natürlich holt ihn aber auch immer wieder seine eigene Vergangenheit ein. So Ryan ist ja die Sorte Grumpy Dude, Introvertiert, zurückhaltend, aber stark und loyal Ach, und Beschützerisch. So süß früher. Alle haben oh, ihn gemiet. Du auch? Du nicht so, oder? Nee. Lass mich raten. Sandy war eher der Typ. Der war süß. Und aber der redet um mich unterhält. Ja! Den Augenbrauen des Todes. Lockenkopf. Ich, Ganz ehrlich, jetzt, ich habe aus California nochmal angefangen zu gucken, aber mhm. ich bin gerade mal bei der ersten Staffel. Die hat 27 Folgen, die erste Staffel. Und ist das nicht, Wir müssen gleich drüber reden, aber ist das nicht langweilig? Ach, nee. Nee? Hast du es Spaß ist, daran? Ja, habe okay. ich auch. Aber gut, man hätte die Hälfte locker machen ja. können davon. Locker. Also die erste Staffel geht viel zu weit. Eigentlich ja. ist die erste Staffel die ganze Serie. <laughs> aber äh, ja, ich, ich, ich verstehe, warum man Daddy Sandy gut findet. Ja. Ja. So. Ach so, Daddy, Daddy Sandy. Ich war gerade bei dem Sohn. Ach so, ich dachte mal, ja, ich meinte den Vater. Ach, der Vater ist wirklich toll. Ja, sag <laughs> ich doch. Der ist wirklich toll, ja. Ach, du fandest damals den Seth besser? Ja, den fand ich süßer, weil er nett war und viel geredet hat. Ach so. Oh <laughs> Gott, unerträglich. Ich fand ihn auch süß, aber ich nee. Ich bin zwar auch nicht der old grumpy Typ, aber der ist besser als der andere. Ja. Okay. So, er tut alles, der Ryan, für die Menschen, die er liebt, vor allem für die Liebe seines Lebens, Marissa Cooper. Gespielt wird Ryan, oder gespielt wurde Ryan? Ne, gesp Ryan wurde gespielt von dem damals 25-jährigen Benjamin Mackenzie, Marissa Cooper, weil hier wollen wir genauer darauf eingehen, ist so das Girl Next Door. Sie ist schön, sie ist lieb und leider sehr labil. Sie leidet unter ihrer Mutter der Tatsache, dass sie der Pleite geht und damit auch ihre Familie auseinanderbricht. Sie erleidet bereits früh in der Serie eine Überdosis, entwickelt ein Alkoholproblem, lässt sich auf die falschen Leute ein und begibt sich immer wieder in gefährliche Situationen. Ihr Retter in Not ist aber Ryan. Marissa wurde von der damals 17-jährigen Misha Barton gespielt. Die Serie war ein riesiger Erfolg. Die erste Staffel hatte durchschnittlich 9,7 Millionen Zuschauerinnen pro Episode. Das gibt es nicht mehr heutzutage. Da bist du froh, wenn du in die Million geknackt hast. Ja, und bis heute hat sich OC, OC California als eine der erfolgreichsten US-amerikanischen Highschool- und Coming-of-Age-Serien etabliert. Wir müssen jetzt über Marissa Cooper sprechen. Konntest du verstehen, was sie durchgemacht hat damals oder hat sich das genervt? Fandest du sie unerträglich oder war das eher so, dass du Mitgefühl, mit Mitleid mit ihr hattest? Ich habe ja immer Mitleid. Also, ich bin nie jemand, mhm. der irgendwie jemand total verteufelt. Aber mir, mir ging das schon auf die Nerven, <laughs> vor allem, weil ich im Kopf immer hatte, sie hat schon, Marissa hat schon wieder Probleme. Sie <laughs> denkt nur an sich. Mhm. Und Ryan hilft ihr halt und muss halt sein ganzes Leben wieder, lieber aufhalten für sie wieder. Mhm. So war das halt mhm. in etwa. Aber insgesamt tat sie mir leid. Okay. Aber vieles hatte ich echt gesagt, vergessen, was da passiert ist. Oder ich habe es auch gar nicht verstanden mit 16. Ja. Ja, Marissa Cooper ist halt so ein Charakter, der bis heute entweder geliebt oder gehasst wird. Mhm. Der TV-Charakter hat ja vor allem in den letzten Jahren viel Shit abbekommen und wurde auch des öfteren als schlimmster TV-Charakter aller Zeiten abgestempelt. Lächerlich, lächerlich. So, selbst ich hatte ja meine Probleme mit ihr, sie mir irgendwie anzuschauen. Wie gesagt, sie ist halt labil, sie ist sehr naiv, sie trifft ständig schlechte Entscheidungen, aus denen man sie retten muss. Und äh, ja, und viele Leute empfinden das auch so als verwöhnt, melodramatisch und privilegiert, was ich auch gewissermaßen nachvollziehen kann. Aber man darf nicht vergessen, sie ist ein Teenie. Und am Ende des Tages ist Marissa auch einfach ein sehr lieber ja, Charakter. Ja, also ich glaube, dadurch, dass sie halt alle immer so alt aussehen, vergisst man ja auch, wie alt die eigentlich in der Serie sein sollen. Mhm. Marissa war ja tatsächlich, also Misha Barton war ja tatsächlich so ja. jung. Oder ne, wobei ich glaube, die war immer noch ein, zwei Jahre älter als der Charakter, den sie gespielt hat. Oh. Und ich kann mal vergessen, wie jung man ist. Ja. Und wenn du halt in so einer Welt aufgewachsen bist, du kannst eigentlich nur ballerballer werden. Genau das. Ja. Sie, Anne hat ja, wie gesagt, viel durchgemacht. Luke ist ja fremdgegangen, ihr erster Ach, Boyfriend, Luke, der dann was mit, mit ihrer Mutter hatte. Dann hat sie eine Mutter, die sie ständig unter Druck gesetzt hat, die sich von ihrem Vater getrennt hat, als es finanziell schwierig wurde, mit dem aber wieder zusammenkam, wieder sich trennte. Die Mutter war das Monster, genau das. Du hast emotionale Erpressung von diesem Psycho und noch vieles mehr. Also, Marissa hat wirklich viel durchgemacht und muss ja echt so ein bisschen die Credits dafür ja. geben. und ich verstehe es auch ehrlich gesagt, dass sie keinen Bock hatte, bei Caleb in dem Haus zu wohnen. Die ist ja immer wieder ja. abgehauen und so, ja. verstehe ich. Ja. Was ich spannend finde, ist so ihr Charakter fällt halt in diese Kategorie armes reiches Mädchen mhm. tragische Schönheit, die gerettet werden muss in dem Fall von Ryan, ne, ihrem Knight in Shiny. Shiny ah, Mama, ja. Und die Frage ist natürlich auch immer wieder so wie komplex ist ihr Charakter, wie gut ist er geschrieben oder nicht und ähm, da, 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 da scheiden sich halt so die Meinungen. Es gibt Leute, die sagen halt so: Boah, die nerven. Andere sagen: Nein, der Charakter ist wirklich wahnsinnig komplex, auch für damalige Zeiten geschrieben. Und man muss den Leuten den Credit dafür geben, dass sie schaffen, so eine Person zu schaffen, die irgendwie so voll beliebt ist und voll hübsch und toll. Und eigentlich hat sie alles, aber eigentlich ist sie tief. Traurig, ja. eigentlich ein tragischer Charakter. Ja. Und vor allem, wenn ich mal drüber <laughs> nachdenke, ja, Ryan ist derjenige, der aus einer beschissenen ja. Familie kommt und Kindheit hat und so. Aber Marissa ist diejenige, die eigentlich, also alle, der ganze, das ganze Trauma macht eigentlich nur sie durch. Ja. Also klar gibt es hier und da Andeutungen, dass Summer, hier, ihr, ihr Vater ist ja nie für sie da mhm. und ist immer weg. Ähm, Ryan hatte aber eigentlich dann eine liebende Familie, die ihn aufgezogen hat und ihm jede Möglichkeit gegeben hat. Und äh, hier Seth war halt auch sich halt. Ja, also <laughs> der war halt auch, der war halt eigentlich der privilegierte das und verwöhnte, mysogyne Typ eigentlich mhm. auch, der irgendwie Mädchen nur ausgenutzt hat für seinen eigenen yep. Gain. Also ich mochte den echt nicht, als ja. ich das nochmal geguckt habe. Ja. Früher, das war, das, das war, finde ich eine Revelation. Ich mochte ihn früher, aber jetzt mochte ich den nicht. Ja. Also eigentlich tat man ihr voll Unrecht. Und voll. sie war ja 17 und alle anderen waren ja über 20. Die Schauspieler, ne? Ja. Mhm. Ja. Dann sprechen wir jetzt über Misha. Mhm. Über sie müssen wir wissen, dass sie ja bereits als Kind vor äh, der Kamera stand und auch auf der Theaterbühne. Und mit OC gelange ja dann der Durchbruch in Hollywood. Genau, sie war das Kind bei Six, Sixth Cents. Also nicht der Junge, ne? Yeah, ja, 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 OC kostete sie aber auch ihre Reputation und leitete ihren Untergang ein. 2004 erklärte sie Ellen DeGeneres, wie viel Spaß sie am Set habe und wie glücklich sie sei. Dennoch endete ihre Rolle am 18. Mai 2006, als sie haben Marissa sterben lassen. Mischa ließ mit ihrem Ausstieg verkünden, dass sie keine Lust mehr auf Teenie-Dramen habe. 2017 erklärte dann der Serienmacher Josh Schwartz, dass es eine Kombination aus Kreativität, der Chemie unter dem Cast oder der Cast und den Ratings sei. Misha und generell niemand wollte die Serie verlassen. 2021, wenn wir dann aber erfahren, was wirklich hinter den Kulissen abging und wie es Misha am Set ging. So, nach ihrem Ausstieg bei OC 2006 wurde sie leicht angetrunken in einem Club gesichtet, wo sie einen Song von Britney Spears performte. Und das, das ist richtig creepy. Eine Gossip-Seite kommentierte den Zwischenfall und schrieb: Hoffen wir, dass dies nicht der Anfang ihres Endes ist. Den Blogbeitrag gibt es nicht mehr, aber darüber hat die Cosmopolitan, also quasi, hat das zitiert. Direkt nach OC zog sich Misha in England zurück und verkündete eine Auszeit von Hollywood. 2007 machte sie dann aber wieder Schlagzeilen damit, sie war jetzt wieder zurück in den Staaten, dass sie auf einer Party von Nicole Richie in Ohnmacht fiel. Offiziell habe sie zu viele Cocktails getrunken, obwohl sie Antibiotika nahm. Inoffiziell habe sie so viele Mushrooms konsumiert, dass sie vor lauter Halluzination eine Panikattacke bekam und ins Krankenhaus eingewiesen werden musste. Im selben Jahr wurde sie verhaftet, weil sie unter Einfluss von Drogen Auto fuhr. Und ab da ging es bergab. Exzessive Partynächte mit Alkohol und Drogenkonsum. Die Rede ist auch von einem Selbstmordversuch, den sie selbst dementiert und auch, dass sie in, der, in die Psychiatrie und ins Krankenhaus eingewiesen, eingewiesen werden musste. Und top kommt dazu, dass sie Opfer von Revenge-Porn wurde. Also Misha hat vieles durchgemacht. Als ob das nicht genug sei, müssen wir über Cellulite-Gate sprechen. Das war der Beginn einer Schmierkampagne, nicht nur gegen Misha, gegen sehr viele Frauen in Hollywood bei der die Boulevardpresse es auf das Aussehen dieser Frauen, aber jetzt spreche ich von Misha, ihr Aussehen abgesehen hatte. Immer wieder wurden unvorteilhafte Bilder von ihr verbreitet, in denen groß verkündet wurde, wie hässlich und dick sie nun sei. Sie war das nicht. <laughs> um zu zeigen, was die Boulevardpresse über sie geschrieben hat, hallo? Ja. schauen wir uns mal den Artikel der Daily Mail vom 6. Mai 2008 an. Sie war damals im Urlaub, sie war 22 Jahre alt. Und stand auf dem Balkon, hatte so einen schwarzen Bikini an und dann wurden Bilder von ihr gemacht, auf denen man halt einfach durch den Lichteinfall sieht, dass sie Zellulite hat. So wie jede gottverfruchte Frau da draußen. Der Autor, oder die Autorin des Artikels spekulierte, woher sie denn so krass Zellulite haben könnte und was man gegen dieses hartnäckige Fett machen kann. Und anscheinend habe sie den Kampf gegen Zellulite offiziell verloren. Das ist einfach ein. Ja, einfach so ein Artikel. Da saß eine erwachsene Person und hat das über eine 22-jährige geschrieben. Gib dir das mal. Und vor allem hört sich das so an, als ob sie jetzt stirbt, weil sie hat den Kampf gegen Zellulite verloren. Ja. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ja. Noch im selben Jahr wurde sie aber absurderweise als Sexsymbol gefeiert, als sie auf dem Cover der Maxim in schwarzer Unterwäsche abgelichtet wurde. Das heißt, wir haben einfach immer wieder so eine starke Diskrepanz zwischen ihrem echten Leben und dem, was wir dann aber auf ja, im Fernsehen und so von ihr sahen. <laughs> nach ihren Aufenthalten in der Psychiatrie wurde es dann wieder ruhiger um sie. Hier und da gab es noch ein paar kleine Skandale, aber an und für sich schien es ihr besser zu gehen und seitdem gibt es auch keine krassen Zusammenbrüche mehr. In vielen Interviews in dieser Episode ihres Lebens betont sie ja immer wieder, dass es keine Zusammenhänge zwischen ihren Schlagzeilen und Alkohol gebe. Generell habe sie angeblich keine Probleme mit Drogen und Alkohol gehabt. Die Medien hätten sie damals oder hätten sie zu dem Zeitpunkt falsch porträtiert. Also das sind Sachen, die sie damals gesagt hat, bis 2013 hat sie halt alles dementiert. Auch zu ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie sagte sie, dass sie wegen den Weisheitsszenen eingewiesen wurde, weil sie so Schmerzen hatte, dass sie das in den Wahnsinn getrieben habe. 2013 packte sie dann aber aus und erklärte, ja, ich musste halt wegen meiner psychischen Verfassung so viele Medikamente nehmen, dass es in mir eine Panikattacke auslöste, die so schlimm war, dass sie plötzlich in der Psychiatrie aufwachte und halt nicht wusste, was abgeht. Sie nannte es einen Full-on-Breakdown. Oh, diese Frau, ey, dass sie alles durchgemacht hat. Und die war halt <laughs> genauso. Super jung. 16, 17 bis Anfang 20. Ja. Und das alles ist online. Ja. Wenn man sie googelt. Findet man alles. Findet man alles. Alles, was wir für Clips gefunden haben. Den Clip, den du mir auch geschickt hast von TMZ, wo die sagen, ja, so am den nimmst du ein. Okay, ja. dann war sie auch auf einer Veranstaltung von Herbal Essence und da war die auch... Ah, nur nee, am den Lall. Clip meine ich nicht, genau, ich meine den anderen da ja. auf dem Balkon. Schre Schreck, das ist wirklich die düsteste Phase ihres Lebens und die ganze Welt halt in, hat hingeschaut. Ja. Ja. Und man assoziiert sie halt auch genau mit dieser Phase ihres Lebens wobei ich das damals nie mitbekommen habe aber gut ja, wir nein. waren ja auch in Deutschland so wir haben ich, ich habe ja keine Magazine gelesen mhm. und das alles nicht so mitbekommen ich habe das schon mitbekommen ich habe so Magazine und sowas ja, gelesen hast ja wurde ja. ja. das hier in Deutschland auch so verfasst ja, ich wusste ja. dass sie einen Breakdown hatte, aber nicht genau was passiert ist ich auch nicht genau aber halt ständig ihr, ihr Körper und ihre Zellulite ja. und wieder zugenommen wieder abgenommen und Drogen und hier und da und sie war halt so so ein It-Girl, über das man ja. sich halt damals voll lustig gemacht hat. Misha Barton entschließt sich jetzt irgendwann mal halt einfach zurückzuschießen. Und da fängt so ab 2013 so ein Wendepunkt in ihrem Leben an. Wo sie sich so versucht von ihren Altlasten halt zu trennen. Äh, allerdings wird das nicht einfacher für sie danach. Äh, sie versucht allerdings sich mehr und mehr vom Rampenlicht zurückzuziehen, beziehungsweise von DOC zu distanzieren. Ja. Es kam im Jahr 2013 eine Anfrage für eine mögliche OC Californian Reunion. Die sagte sie aber komplett ab. Sie sagte, dass ihr Leben nach DOC Bergab ging und sagte folgendes. Man kann nicht sagen, dass man sich so oder so fühlt, aber von vor DOC war ich auf dem besten Weg, ein paar großartige Filme zu machen. Und dann passierte etwas und dann habe ich in diesen Mega. Da habe ich diesen Megastar-Room durch die Show bekommen. Es ist, was es ist, aber ich will nicht zurück ins Rampenlicht. Okay. So. Da äh, gab es halt auch mehrere Interviews, wo okay. sie auch gefragt wurde, ob sie es machen würde oder nicht. Sie hat eigentlich immer kategorisch gesagt, nein. So. Im Jahr 2014, vor allem im August 2014, spricht sie über die OC und wie es ihre potenzielle Karriere ruiniert habe. Also hat sie wieder davon angefangen. Äh, sie sagte: "Das ist etwas, das ich beinahe nicht gemacht hätte. Ich hatte eine wirklich tolle Sache mit dem Film. Die Leute sagen, dass man dankbar sein soll für das, was man hat, aber es war sicherlich nicht die Art von Sache, die ich erwartet hatte. Ich habe so ziemlich alles gesehen." Ähm, 2017 wurde sie erneut ins Krankenhaus oh, krass. eingeliefert. Ähm, das müsste die Szene sein, die ich eingeblendet habe am Anfang, wo man sie halt aus dem Balkon lallen sieht. Äh, ein Nachbar behauptete, dass sie sich selbst halt verhalten würde. Sie sagte, dass ihr K.O.-Tropfen untergejubelt worden seien. Bei Dr. Phil sagte sie, ich hatte keine Ahnung, wovon ich gesprochen habe. Ich erinnere mich kaum an was vor meinem Blackout. Boah. So, dann, März 2017 behauptete sie, dass einer ihrer Ex-Freunde ein Sextape von ihr aufgenommen hat hätte gegen ihre Zustimmung. Er soll auch versucht haben, das Tape zu verkaufen für eine halbe Million Dollar. Mhm. Es gab auch Angebote von YouPorn, Pornhub, was auch immer. Natürlich, diese Celebrity-Sextapes sind natürlich super beliebt. Mhm. Und das war ja auch alles die ganze Zeit auch mit Kim Kays Sextape und ne, davor war ja noch Paris ja. Sextape. Sie sagte folgendes dazu. Ich habe mich gemeldet, um nicht nur für mich zu kämpfen, sondern für alle Frauen da draußen", sagte Barton. "Ich möchte sie vor dem Schmerz und der Demütigung schützen, die ich durchmachen musste. Keine Frau soll so etwas durchmachen müssen und ich bin Lisa Blum der Kanzlei Blum und all meinen Freunden, die mir durch diese schreckliche Erfahrung geholfen haben, unendlich dankbar. Es ist sehr schwer das zu tun, aber ich bin froh, dass ich endlich für mich selbst eingestehe. Ja. Einstehe. Das heißt, sie ist da ganz so <laughs> richtig vorgegangen, hat auch gewonnen und das Texttape dürfte nicht verbreitet werden." Okay. Nice. So, dann sind wir beim call daddy podcast Der Grund, warum wir diese, diesen Deep Dive überhaupt machen. Die Folge heißt, die Folge heißt Misha Barton, live Before mhm. and After the OC. Das heißt, es geht ganz klar halt um diese Zeit. Sie spricht über ihre Kindheit und ihre Zeit bei The OC. Die größte Offenbarung des Podcasts ist allerdings, dass sie zum ersten Mal ähm, confirmed, dass Misha Barton und Benjamin McKenzie, also ähm, Ryan. Marissa und Ryan, mhm. in Wirklichkeit auch ein Paar waren. Mhm er war allerdings 25 und sie 17. Es ist zwar nicht illegal, aber geil ist es jetzt halt auch nicht. Ja. Es ging wohl auch direkt zu Beginn der Dreharbeiten halt der ersten Staffel Aha. los und löste halt im Team pures Chaos aus. Die Produzenten sind sogar zu Mischas Eltern hingegangen, um über die Beziehung zu sprechen. Ja. Die haben auch immer gepetzt. Ich habe jetzt Petzen genannt, aber ich hätte mit 17 als Petzen <laughs> ja. ähm, Sie erzählt, dass es der Produktion wichtig war, dass die OC-Darsteller eine echte Beziehung zueinander aufbauen, um authentisch vor der Kamera sein zu können. Verstehe ich auch, ne? Mhm. Aber sie wurde auch wiederum dafür bestraft, dass sie aber eine Beziehung eingegangen ist. Voll der Mindfuck. Ähm, voll der Mindfuck. So, du, du musst professionell genug sein, um dich mit deinen Kollegen gut zu verstehen und eine Freundschaft einzugehen, aber du musst trotzdem die Distanz wahren, mhm. um es nicht zu weit laufen zu lassen. Erklär das meiner Erklär das mal eine 25-Jährige. Ja. Erklär das irgendjemandem. Ja. Mal. Das geht nicht. Oh mein Gott. Beim Sie war das It Girl. Er ist voll heiß. Ja. So, okay. So, Alex, also Alex Cooper, die Moderatorin von Corner Daddy, fragt Misha, wie sie mit der Situation umgegangen ist, wenn Beziehungen in die Brüche gegangen sind, aber man halt immer noch arbeiten muss. Mhm. Und sie sagt halt, man muss sich halt zusammenreißen, aber es gab wohl immer wieder. Seitenhiebe. Aber sie geht nicht ins Detail. Ein, ne? Keine Ahnung, mm -hmm. was jetzt abgeht. Sie <laughs> fand, empfand, dass es wie in der Highschool war. So ein bisschen ja. ähnlich wie die Charmed Girls, das, das gesagt ist es. haben. Ich sehe eh voll viele Parallelen zu Charmed. Ja. Wobei Gossip Girl, Wir müssen auch mal ein Deep Dive zu Gossip Girl machen, ja. um zu gucken, ja. wie das da läuft. So, mehr zu und Ben. Also es gab halt schon früher diese Gerüchte, ne, Dass die halt sich dateten. Ich bin immer davon ausgegangen, weil die hatten schon echt eine tolle Chemie, die mhm. beiden. Finde ich schon, oder? Na, Nee? Nicht so, dass ich gedacht gedachte, sie hätten sich privat gedatet. Das ah, okay. habe ich jetzt nicht so den Spark gesehen. Aber ich glaube ich, glaub, ich habe es ich gehofft früher sagen wir mal ja, so ja. Ja. Äh, Genau wie gesagt, ich habe das voll oft wiederholt, dass diese 25. <lacht> <lacht> sie sagte, dass sie im Prinzip so sehr, sehr ja. jungfräulich so in die ganze Sache eingestiegen ist und nicht wirklich wusste, was sie tat. Also jungfräulich im Sinne von jungfräulich im Leben, mhm. aber auch in Beziehung sie hatte nie einen Freund davor. Und sie musste halt super viel aufholen. Und so schien für mich die Beziehung zu Ryan so das gewesen zu sein, dass sie, dass, dass sie das halt als aufholen kann. Mhm. Und es ging halt wohl super schnell zwischen den beiden. Also waren die direkt zusammen. Und äh, genau, sie ist aber halt in die Beziehung jetzt auch nicht so großartig ins Detail gegangen. Oh. Sie sagte aber, dass sie diejenige war, die die Beziehung beendet hat, weil sie halt nicht bereit war, äh, das Ganze halt durchzustehen. Ne? Und er ist ja auch viel älter, so der hätte ja auch über Kinder reden Kinder bekommen schon reden können. Ähm, genau, sie sagte aber, dass als sie sich getrennt hat, sie die Wut sowohl von ihm gespürt hat, als auch von den Produzenten. Krass. So. Okay, 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 okay. Und dann redet sie halt auch über das Ende von Marissa bei The O.C. Sie sagte, dass die Gefühle gemischt waren, dass ihr Serentod logisch war, aufgrund der Reibereien innerhalb des Casts. Also sie sagte so, das war gut, dass, dass ich gehen musste, damit es halt friedlicher ist. Mhm. I don't know. Ähm, sagte, ne, das habe ich ja schon erzählt, dass halt sogar Leute auf sie zukamen im wahren Leben und sie umarmen wollten und so, um ihren Charakter zu betrauen, haben richtig geheult. Also die, die kamen gar nicht mehr klar. Ähm, dann bin ich, hier gehe ich ja kurz zurück, weil ich hatte noch ein, bei der Recherche noch ein anderes Interview dazu gelesen aus dem Jahr 2021. Ähm, da spricht sie, dass, dass der Anfang von Ende ihres Charakters war, als Rachel Bealson... Ähm, von einer Nebenrolle zu einer Hauptrolle ah. promoted wurde. Also, yeah. das habe ich nicht öfter gehört, dass sie ganz am Anfang nicht äh, Teil des Hauptcasts hätte sein sollen, aber ihre, ihre, ihre Art war so toll, ja. dass man sie halt einfach nach oben geschossen hat. Mhm. Und sie sagte auch, dass, weil Rachel Beatzen zum Hauptcast ernannt wurde, dass alle Gehälter angepasst wurden. Das heißt, alle haben weniger Geld bekommen und das, das was dann weniger war, dann hat Rachel das mal bekommen. Irgendwie so. Ich denke, okay. Das kann man einfach so machen. Ja, das, das sagt sie halt. Ne? Mhm. Und sie sagt halt auch, dass es auch wohl sehr viel Mobbing gewesen, also gegeben hätte von gewissen Männern am Set. Auch wussten wir nicht, wen sie mhm. meinte. Sie sagte damals, dass sie mit der Aufmerksamkeit nicht klar kam, dass sie von all den Charakteren am meisten ja. arbeiten musste und Du ja, sie das glaube ich auch. Ja. Genau, du siehst nicht nur, dass du sie immer siehst, sondern sie muss emotional ja. äh, und psychisch, psychisch und physisch halt am meisten arbeiten ja. von allen. Ja, sie ist ja das größte Trauma eigentlich, was sie da wieder genau. Immer wieder. Immer wieder. Und ja, man <laughs> könnte, also ich habe das gar nicht verstanden, weil ich, wir haben ja immer wieder davon ähm, gehört, wie schlimm es Ryan hatte in der Kindheit. Hatte der auch, aber das hatten wir halt nicht gesehen. Ja. Wir hatten ja nur das eine stimmt. Szene oder zwei Szenen. Einmal, ähm, wo, sie, wo er zurückgegangen ist zu seiner Kindheitsfreundin, Theresa. Mhm. Und einmal mit der Mutter halt die Sache. Mhm. Aber ansonsten haben wir halt nichts mitbekommen. Und äh, genau, und die Producer schlugen ihr halt damals vor, dass sie doch einfach mit dem Boot in Sonnenuntergang reisen könnte. Und das wäre so das Ende. Yeah. Was ich mir aber echt gewünscht hätte. So mit ihrem Vater zusammen wäre doch cool. Ja. Aber sie entschied sich dann halt vor den Serientod. Oh, okay. Mhm. So, dann habe ich geguckt. Gibt es Reaktionen von anderen Castmitgliedern auf das Interview? Kurz gesagt, nein. <laughs> aber es gibt halt so ein paar generell Reaktionen von Social Media. Mhm. Ich habe dann geschaut, okay, was hat Ben McKenzie gesagt? Natürlich nichts, ja. aber ich habe mir die Kommentarspalte angeschaut äh, unter seinen Beiträgen. Es gab eigentlich nur so eine Handvoll von Kommentaren unter seinem neuesten Post im Januar und ähm, da wird dann halt geschrien ne? du bist ein groomer oh Gott okay ähm, sie war 17 was machst du da du bist creepy ähm, was was die, auch äh, wieder Pedo Och. genau warum denkst du dass das irgendwie äh, appropriate hm. ist also hier ähm, passend ist Genau, aber ansonsten gab es halt jetzt keine direkten Reaktionen vom Cast. Es gibt allerdings immer wieder halt in der Vergangenheit äh, so Zusammentreffen, wie zum Beispiel Misha Barton war am Anfang 2023 beim Podcast von Rachel Bielsen und ihrer Serienmutter Serien Melinda Clark zu Gast. Die haben nämlich beide, also. Rachel und Melinda den Rewatch-Podcast. Welcome to the OC Bitches. Mhm. Und ähm, die, genau, sie, da war sie zu Gast 2023. Ich gehe aber noch mal kurz zurück zu 2021, denn da haben die nämlich über die Gerüchte gesprochen, die ähm, auch Marissa jetzt vorhin äh, hier verteilt hat 2021. Demnach, dass also dass Rachel halt nach oben geboost wurde und die Castmitglieder weniger Geld bekommen haben ja. und so. So 2021 <laughs> sprachen sie halt auch über den Serientod und sie meinten halt auch, dass es sich so angefühlt hätte, als ob ein Familienmitglied verstorben mhm. sei. Und ähm, Rachel gab auch Misha gewaltige Props, weil sie die ganze Zeit so durchgeschauspielert okay, also hat und sie auch, da recht, dass sie viel gearbeitet hat. Auf jeden hat. Fall und halt auch vor allem, wie sie ihren Serientod dargestellt mhm. hat, wie gut das halt einfach war mhm. und dass sie sie total mit Bewunderung angeschaut hat. Und ähm, Melinda, die ja die Mutter spielte mhm. von Marissa, die ja auch älter war schon damals, hat halt auch verstanden, wie viel Druck auf diese F Hauptdarsteller lasten und dass sie halt am meisten halt arbeiten mussten. Ja. So, ähm, Rachel sprach halt genau von, den, von der Aussage von Misha, dass sie halt später erste Hauptfigur wurde und sagte, dass das halt nicht stimmt. Mhm. Und. Sie wüsste halt auch nicht, woher das halt kommt. Und sie war halt sehr verwirrt. Auch die Mobbing-Anschuldigungen konnte sie nicht nachvollziehen. Und sie wusste auch nicht, von welchen Männern sie sprach. Mhm. Um, wobei ich mir halt denke, ist es ihre Ansicht der Dinge von Misha. Sie war halt, wie gesagt, jünger. Vielleicht hat sie das halt vieles als Angriff empfunden. Mhm. Und ja, sie musste halt eben mehr durchmachen. Ja. Okay. Rachel Beeson war 22, als sie damals OC gespielt hat. Und das sind halt nun mal. Fünf Jahre Altersunterschied. Ja, ja, das macht ein bisschen was aus. Genau. Ähm, ach ja, und da gab es halt eine äh, Parallele zu Charmed. Mhm. Der Rewatch-Podcast von ähm, Hurley Marie Combs. Ja. Die hat ja auch so einen kleinen. Genau. Die haben ja auch nur die Staffel 1 und 2 besprochen. Staffel 3 haben sie halt ausgelassen. Und die haben den Podcast jetzt auch einfach nicht mehr weitergeführt, weil ja Staffel 3 gab es ja halt dieses große Drama genau. ne, mit den Streitereien und so. Wer den, wer den Deep Dive gucken möchte, der ist auf jeden Fall auf unserem YouTube-Channel. Und die haben auch nur die ersten beiden Staffeln gemacht. Staffel 3 wäre nämlich auch die Staffel gewesen, wo das meiste Drama ja passiert ist. Mit Misha Serientod ja. und wahrscheinlich noch den ganzen Kabeleien im Cast und so. Die haben es nicht mehr weitergemacht. Es gibt stattdessen ein Spin-Off-Podcast von Melinda und ihrer Tochter, wo die über ihre Lieblingsszenen und Folgen sprechen. Ähm, also ganz komisch irgendwie. Okay. Und Rachel macht halt einen anderen Podcast. Okay. Fand ich sehr interessant. So, dann äh, haben wir auch Kommentare von den Serienmachern. Ne? Also ja. die, haben, die haben über die Jahre immer wieder Podcasts geführt. Und Josh Schwartz ist übrigens auch der Macher von Gossip Girl. Mhm. Der hatte auch viel zu Gossip Girl zu sagen. Aber mhm. egal, wir reden jetzt erstmal über die OC. Also es gibt halt so einen Clip von ähm, Josh Schwartz, Stephanie Savage und Alan Sapinwell. Das sind alles die Showrunner. Und die haben über OC California gesprochen, aber vor allem wie Mischa Barton behandelt wurde mhm. und Stephanie sieht ein, wie schwer es gerade war für Frauen und wie schwer schlecht sie eigentlich behandelt wurden und dass man, dass es verpönt war, sich um das Wohlbefinden von Schauspielern zu kümmern und das war für mich die größte Revelation, das als sie das gesagt vieles. hat. Genau. Also die haben gesagt, wir waren nur dafür oder die, die Produzenten waren nur dafür zuständig oder wie auch immer. Correct me if I'm wrong, dass die Leute zur Arbeit kommen und ihre Arbeit erledigen. Aber was Drumherum war, war eigentlich egal. Und man sollte sich lieber raushalten, nicht zu viel einmischen. Mhm. Und das war echt genau. Wow, man lässt einen Teenie auf diese ganze Situation drauf los. Mhm. Und halt auch die anderen erwachsenen Menschen, die auch aber Hilfe brauchten. Man lässt sie komplett alleine. Und die arbeiten ja bis zu 17-Stunden-Tage. Ich sag jetzt hier nicht arme Schauspieler und so, dass alle Mitleid haben müssen, aber ja. es ist halt für die Psyche schon krass, einfach so viel ja. zu arbeiten und so jung zu sein und so. Ach du Scheiße. Und äh, oder sogar bis. Es gab sogar Tage, wo die 19 Stunden gearbeitet haben, ey, Weil die nämlich, ähm, genau, das hatte nämlich Micha ja auch gesagt, dass es. In der zweiten Staffel super anstrengend wurde, weil die dann angefangen haben, zwei Folgen irgendwie. Ich weiß nicht, ob am Tag oder pro Woche, aber auf jeden Fall haben die doppelt so viel produziert wie in der ersten Staffel oder gearbeitet. Und das war wohl total heftig. Ja, ja. Und. Und oh. da hat auch Josh ihr halt zugestimmt und hat halt gesagt, dass Marissa eine super tragische Heldin war, mhm. dass man ihr sehr viel zugemutet hat und so. Aber wirklich alle drei waren sich halt einig, dass, was sie mit Marissa gemacht haben, dass das nicht in Ordnung war. Okay. Ähm, die haben aber mehr oder den Charakter gesprochen, während Stephanie mehr über Misha gesprochen hat. Ja. Und ja, die bereuen es halt einfach. Krass. Das ist echt krass. Also ist viel Scheiße dann doch passiert. Muss es ja. Man sieht es doch. Ich frage mich, wie es dann so bei Produktionen von mit so Kinderstars auch abgeht. Ein Haufen Kinderstars, die eine Serie drehen oder einen Film. Oh, weißt du, wenn Kinder sich schon auf dem Schulhof zerfleischen. Ja. Und dann geht es da um wirklich was, wenn du halt schauspielerst. Ja. Ja, und das hast du jetzt mit einem Teenager, der umgeben ist von erwachsenen Leuten. Ja. Also... Ja, hier merkst du halt auch bei, bei Misha Barton den Einschnitt mit der Serie. Das war ja bei Shannon auch so, dass mit dem Ende ging es bergab für mhm. sie. Und bei Misha ist das ja ähnlich. Es, es ging halt wirklich eine lange Zeit richtig krass bergab. Ja. Das heißt, OC hat was mit ihr gemacht. Mhm. Ob es jetzt wirklich so schlimm war oder nicht, das ist ja auch immer eine Perspektivenseite. Es gibt Leute, die haben dickeres Fell und die können vielleicht mal einen derben Witz oder so abhaben, was für sie dann vielleicht wie Mobbing war. Wenn du als 17-Jährige da bist, du hast dich gerade von diesem großen Schauspieler getrennt und dann macht er vielleicht irgendwie einen Witz. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Witze von Ryan, also von dem Schauspieler von Benjamin oder so, kamen. Sowas könnte ich mir sogar vorstellen. Ähm, das macht dich doch in der Birne kaputt. Ja, klar. Und dann passiert noch all das drumherum. Weißt du, du, du wirst rausgeschmissen aus dieser Serie, du wirst umgebracht. Und dann stehst du da und bist so, okay, wie geht es jetzt weiter? Die Frage ist, wie, wie war sie denn vielleicht auch auf dem Markt? Hat sie irgendwie Rollen bekommen oder war sie plötzlich unattraktiv durch die OC? Also, es gab halt Rollen, die sie gemacht hat, aber ich erinnere mich halt an keine. Das wird auch was mit ihr gemacht haben. Von einer wirklich guten Schauspielerin, die auch auf der Bühne stand und so. Dann dieses teeny drama und dann bist du plötzlich irrelevant. Und das Spannendste, was man über dich erzählt, ist deine Zellulite, wie viele Drogen du nimmst. Ja, genau. Weil keiner spricht von ihrer schauspielerischen Leistung. Nope. Man nimmt sie ja eh nicht ernst, weil sie ja nun verwöhntes Teenie-Girl gespielt ja. hat, das ein Drogen- und Alkoholproblem hatte. Ja. Aber eigentlich, wenn man sich das mal genau anschaut, die hat eine krasse Leistung erbracht. Ja. Und ähm, sie bereut es halt offensichtlich bei Aussie mitgemacht zu haben. Genau. Weil sie sagt ja auch, ähm, hätte, ich, hätte ich da nicht mitgemacht, ich hatte einen Plan zu studieren und mhm. ich hätte es dann... Na, sie hätte vielleicht keine große Karriere gehabt. Das muss man halt auch einfach sagen. Kann sein, dass es keinen ja. Durchbruch gehabt hätte. Aber war ist dieser Durchbruch jetzt wert, genau. all das durchgemacht zu haben? Denn ja. es ging ihr von Anfang bis Ende schlecht. Ja. Und bis jetzt... Kann ich gar nicht einschätzen, wie gut es ihr halt auch geht. Mhm. Also, ich finde, das ist so bei der Recherche haben wir auch gemerkt, dass es auch viele Diskrepanzen gibt, ne? so dass sie halt am Anfang das gesagt hat und dann gesagt hat, genau. das. Und sie spricht eigentlich auch immer wieder bei The OC und ich glaube, dass viele Castmitglieder einfach sehr verwirrt sind. Und ich finde, die gibt mir so ein bisschen Matthew Perry-Vibes. Weil Matthew war immer derjenige bei Friends, der eigentlich immer so. Auch sehr ernst gesprochen hat und so, aber von den restlichen Castmitgliedern zwar schon akzeptiert wurde, der war Teil von denen, ja. aber der war halt immer so ein bisschen außen ja. vor, so der ja. traurige Matthew quasi. Mhm. Ne? Und bei Mercer oder bei, bei Misha Barton kommt mir das halt auch so vor. Ja. Weil der Rest ja auch nicht so close ist. Ja. Also ja, sie tut mir halt unendlich leid. Ja. Wir ich hoffe, dass die Filmindustrie daraus gelernt hat. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich auch nicht. Ähm, müssten wir uns mal andere Serien angucken. Ich meine, so gut, also man kriegt viel, finde ich, sehr viel Gutes von Bridgerton immer mit. Irgendwie, die mhm. ganzen Schauspieler scheinen total happy da zu sein und betonen irgendwie, wie liebevoll irgendwie alle im Team miteinander umgehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Shonda Rhimes Geschichte ist, dass die da irgendwie ein gutes Produktionsteam äh, um sich herum hat. Also bei Grace Anatomy war das ja nicht so. Okay. Da ging es denen ja nicht so gut und ja. die mussten extrem viel arbeiten. Vor allem ja die... Uh, Meredith Cray heißt Ellen -Pop. Pompeo, mm. war ja immer sehr offen, was, was, die, ja. was das alles anging. Ne? Das ganze Drama mit Catherine Heigl und mm. uh, auch mit dem uh, Dr. Burke, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, mm. und uh, rassistische Äußerungen genau. auch. und also, da ist so viel, und dass man auf die Schauspieler nicht gehört hat. Also, ich glaube schon, weil Grace and Angel, lief ja auch sehr lange. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Phänomen so von früher. Ja. Und das, glaube ich, neuere Produktionen, die haben ja ganz andere Sachen. Es gibt einen Intimacy-Coordinator, das mhm. gab es ja früher nicht. Und es gibt ja Schauspieler, die das ja und verpönen und sagen: Wozu <laughs> brauche ich einen Intimacy-Coordinator? Das ist eine Person, die da ist und darauf achtet, dass es nicht zu weit geht ja. und dass sich beide Parteien wohlfühlen. Was ja. ist daran so schwer zu verstehen? Genau. Ne? Ja. Und auch, dass, dass irgendwie Leute, das Set verlassen, wenn es Sexszenen gibt und auch viel. Ähm, ne, also ich sag nicht, dass das alles perfekt läuft. Mhm. Wir sehen das an vielen Produktionsfilmen, dass da nicht all oder Produktion, dass das nicht alles gut läuft, wie bei Rust, mhm. wo eine sogar gestorben ist und so. Ähm, aber ja, es ist halt sehr viel einfacher, Dinge jetzt ans Tageslicht zu führen. Auf alle Fälle. Ja, ich will mir auf jeden Fall auch Pretty Little Lies angucken. Ich will mir mal alles angucken. Glee mal und so. Glee. Oh, ja okay, Glee, Glee wird. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Es gibt super viele Videos zu Glee, aber ich glaube ja. noch, noch nicht so viele deutsche Videos. Das ist, also wirklich, das ist der Abgrund aber. Ja, deswegen man kann verstehen, was bei Misha Barton passiert mhm. ist. Ich finde, wie gesagt, die ist auch ein Schlagmensch dann auch gewesen, mhm. die dafür dann auch nicht gemacht war. Genau. Und dann wirst du, ja, dann geht's ab. Wo sind ihre Eltern? Die hätten sie beschützen müssen. Sie mhm. hätten, ich weiß, dass man nicht viel machen kann, wenn das Kind unbedingt was machen möchte, ja. aber keine, es, es, das hätte man besser machen können, mhm. mit Sicherheit. Ja, ja. Okay. Was so. sagt ihr zu der Misha-Barton-Situation? Habt ihr die California gerne geguckt? Was war euer Eindruck früher versus heute? Vielleicht mm. habt ihr es jetzt nochmal geguckt. Mm -hmm. und, ähm, oder welche Serie fandet ihr noch geil, die wir uns angucken sollen? Ja. wir machen sollen und ja, so. Ja, ja. So, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAO Podcast. Und wenn ihr mehr Vorschläge habt, ne, schreibt es in die Kommentaren. Liken, subscribe. Mm -hmm. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. <laughs>